Jetzt haben wir nämlich Axel Bussmer und Nils Leopold hier von der Humanistischen Union Berlin-Brandenburg, Landesgeschäftsführer und ehemaliger Bundesgeschäftsführer, soweit ich weiß. Auf jeden Fall haben Sie dieses Jahr sich gekümmert um den HU-Grundrechte-Report, den die Humanistische Union jetzt seit, ich glaube, 20 Jahren erstellt. Und zu diesem Jahr wollen Sie ihn hier vorstellen. Bitte schön, kommt doch gleich her. So weit habt ihr es ja nicht. An und sehe ich jetzt was? Ja, das hatte ich gehört, dass ich hier nicht alles sehe, was da steht. Genau. Ich bin Axel Bussmer, Landesgeschäftsführer der Humanistischen Union. Und weil ich glaube, die meisten die HU nicht kennen, im Gegensatz zum CCC, will ich kurz ein paar Sachen dazu sagen. Die stehen auch in dem Flyer, den ich da ein bisschen ausgelegt habe, wo ihr dann mehr nachlesen könnt, weil das soll ja nicht abendfüllend werden, der Teil. Weil es geht ja um das Buch, das ich auch ein paar Exemplare da habe, wo, wenn ihr es kaufen wollt. Gut, das Erste ist, was macht die HU? Also wir sind Deutschlands älteste Bürgerrechtsorganisation, 61 gegründet. Von Anfang an ging es dann um halt die Sachen wie Trennung von Staat und Kirche, Durchsetzungsrecht auf selbstbestimmtes Leben und Sterben. Dann Abbau von Diskriminierung, also auch Gleichberechtigung von Frauen und Migranten. Und sehr stark kommend, vor allem seit dem 11. September, Kontrolle staatlichen Handelns und Ausbau von Verteidigungsfreiheitsrechten. Also halt genau die Sachen, die durch Polizei, Geheimdienste immer wieder bedroht werden. Und daher kommt dann auch eine Forderung, die halt, ich sage mal halt, auf Bundesebene kommen, auch in Berlin kommen, nämlich einerseits Abschaffung des Verfassungsschutzes. Dazu hatten wir eine Kampagne gemacht über 2 Jahre. Okay, das Ergebnis habt ihr mitbekommen, er wurde nicht abgeschafft. Für Berlin wollen wir, steht auch im Koalitionsvertrag drin, eine unabhängige Polizeibeauftragte. Das wäre so eine Kontrollfunktion, die halt Beschwerden von der Bevölkerung und der Polizei aufnimmt, um dann halt auch Maßnahmen zu machen, um zu sagen, also da muss die Polizei sich ändern und das sind auch Sachen, die einfach bei der Polizei nicht funktionieren. Wir wollen ein liberales Versammlungsrecht für Berlin. Da steht auch im Koalitionsvertrag drin, aber da muss man gucken, wie es geht. Unsere Position ist halt, also je mehr, weniger Regeln es gibt bei Versammlungen, umso besser ist es. Und die Regierungen und auch die Polizei, sagen wir mal, sieht das anders. Die sieht so eine gewisse Videoüberwachung bei Demonstrationen ganz gut an. Die sieht eine Taschenkontrolle am Anfang der Demonstration für ganz gut an. Weil es gibt ja immer wieder Leute, die irgendetwas vielleicht auf eine Demo mitnehmen, was sie nicht mitnehmen sollten. Und wir sind auch dafür, dass es keine weitere Videoüberwachung gibt. Das sind so ungefähr so bis ein paar Punkte, die wir hier ziemlich extrem fordern und immer wieder verfolgen. Ich mache jetzt gleich einen Werbeteil für uns, weil das am Ende, wenn dann Nils mit seinem Vortrag und nach den Fragen fertig ist, glaube ich, komme ich nicht mehr dazu. Ich sehe auch ein bisschen, was wir machen wollen die nächsten Tage, nämlich morgen einen Abend zum bedingungslosen Grundeinkommen, 2 Wochen später eine Kritik am Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung und das hatten wir schon geplant, bevor es WannaCry gab. Eine Vespa am Donnerstag, den 29. Juni, die wir halt betitelt haben, Beware of the Bad Snowden, wo es halt wirklich geht um die Frage, was bedeutet es, wenn Geheimdienste solche Sachen machen wie WannaCry und was kann dagegen getan werden. Und das werden wir halt dann abendfüllend machen. Und damit kommen wir dann zum Grundrechte-Report, der weiter. Den geben wir halt mit anderen Organisationen seit über 20 Jahren heraus. Das ist jetzt die 21. Ausgabe. Die Mitherausgeber sind Komitee für Grundrechte und Demokratie, Bundesarbeitskreis kritischer Jurawahlgruppen, Pro Asyl, Republikanische Anwälte und Anwälteverein, Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen, Internationale Liga für Menschenrechte und Neue Richtervereinigung. Also kurz gesagt, alle wichtigen Gruppen, die halt etwas machen mit Bürgerrechten seit mehr oder weniger vielen Jahren, Jahrzehnten. Der Aufbau.
ist auch seit Jahren immer gleich, nämlich indem halt ausgehend von den Artikeln des Grundgesetzes, nämlich vor allem die ersten Artikel, es kurze Berichte gibt, meistens um die 4 Seiten, um halt Sachen, die halt im letzten Jahr, also Kalenderjahr passiert sind, an Punkten, wo sich der Staat, die Polizei falsch verhalten hat, wo es Gesetzesvorhaben gibt, die wir kritisch beurteilen oder halt manchmal, wo wir halt einen Erfolg hatten vom Bundesverfassungsgericht oder so. Damit haben wir halt auch seit über 20 Jahren wiederkehrende Themen, die immer wieder kommen. Ich habe hier einige aufgelistet, nämlich Überwachungsgesetze, Polizeigewalt, Verstöße gegen das Versammlungsrecht, Agieren der Geheimdienste, die Asylpolitik und die Frage der sozialen Grundrechte, / Hartz IV. Und damit kämen wir dann eigentlich schon fast zum Vortrag von Nils. Der hat nämlich hier als einer dieser 42 Artikel hat er geschrieben über das Verbot der Ausgabe anonymer Prepaid-Karten. Dieses Ding bezieht sich dann auf Artikel 10 des Grundgesetzes, nämlich Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Und das Gesetz hat den ganz schönen Namen, den sich jeder merken kann, das habe ich an die Wand geschmissen, nämlich Gesetz zum besseren Informationsaustausch bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus vom 26. Juli 2016. Und ich würde jetzt eigentlich an Nils weitergeben. Nils Leopold ist ausgebildeter Jurist, Datenschützer, war auch mal Bundesgeschäftsführer und ist jetzt bei der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen angestellt für den Bereich Innenpolitik und beschäftigt sich damit so Sachen wie WannaCry beruflich. So ist es. Okay, ich bin kurzfristig angefragt worden und man sagte mir, es würde hier eine Lesung geben zum Grundrechtereport, also mache ich heute eine Lesung, ganz analog, und lese meinen Artikel vor. Der ist aber nicht lang, insofern vielleicht auszuhalten. Das Thema anonyme Prepaid-Karten hat mich erstmal überrascht, als ich angefragt wurde vom Grundrechte-Report, überhaupt dazu sowas zu schreiben. In den letzten 3-4 Jahren haben wir so viele Gesetzgebungen gehabt, die aus meiner Sicht deutlich wichtiger oder sozusagen höher aufgehängt waren, größere breiter an Grundrechtseingriffen gebracht haben, dass es mich eigentlich doch verwundert hat, dass das Thema rein sollte. Aber ich habe trotzdem gerne dazu geschrieben, weil ich finde, dass gerade diese scheinbaren Randthemen doch eigentlich das Bild zusammenfügen zu dem, was gerade passiert in diesem Bereich. Deshalb also kurze Lesung, Liberty Dies by Inches zum Verbot Ausgabe anonymer Prepaid-Karten. Mit dem Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus wurde neben zahlreichen anderen Bestimmungen auch das TKG, das Telekommunikationsgesetz, geändert. Bei der Vergabe von Prepaid-Karten muss danach neben der bereits bestehenden Registrierungspflicht auch die Identität des Käufers überprüft werden. Dies geschieht durch Vorlage von geeigneten Ausweispapieren. Der Grund dafür sei, dass die Anschläge von Paris und Brüssel von Tätern begangen wurden, die untereinander mit Hilfe von Prepaid-Karten unbeobachtet kommuniziert hatten. Im Vorfeld des Gesetzentwurfs veröffentlichte das BKA eine Studie, wonach die ganz überwiegende Anzahl der aufgrund der seit 2004 bestehenden Registrierungspflicht bei den TK-Unternehmen erfassten Prepaid-Karten Käufer unter Fantasienamen wie Mickey Mouse erfasst seien und somit eine Nutzung der Daten für Sicherheitsbehörden unmöglich sei. Kritisch reagierten auf die Erweiterung der Erfassung zunächst vor allem die betroffenen Unternehmen, vor allem Supermärkte, Discounter und andere Anbieter, beklagten den Aufwand für die Identifizierung der Käufer und die damit verbundenen Risiken. Auch wenn dieser Punkt nicht im Mittelpunkt bürgerrechtlicher Bewertung steht, ist er keineswegs trivial. Die gesetzliche Pflicht für Bundesbürger zur Vorlage von Ausweispapieren gegenüber privaten Stellen, wie etwa einem Supermarkt, stellt eine Ausnahme von der gängigen Pflicht der Vorlage ausschließlich gegenüber Amtspersonen dar. Vor allem aber führt sie zu einer Erweiterung der Speicherung einiger besonders schützenswerter Daten der betroffenen Käufer bei diesen Stellen, mit allen Folgeproblemen der Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz bei Privaten. Mit der nunmehr bis Mitte 2017 umzusetzenden Bestimmung zur Identifizierung der Prepaid-Karteninhaber durch Ausweisvorlage
fand die Debatte um die zunehmende Abschaffung der Möglichkeiten anonymer oder auch nur pseudonymer Telekommunikations- und Internetnutzung einen weiteren Höhepunkt. Die Regelung führt zu einem Verbot pseudonymer Prepaid-Kartenangebote, weil die bislang faktische Nutzbarkeit von Prepaid-Karten unter Angabe falscher Namen deutlich erschwert bzw. weitgehend ausgeschlossen wird. Sicherheit wird damit aber nicht geschaffen. Da es sich um keine europäische Regelung handelt, weil sich die Mitgliedstaaten über Identifizierungspflichten nicht einig sind, lassen sich weiter anonyme Karten aus anderen Staaten über das Internet beziehen. Die bereits seit den terroristischen Anschlägen von Paris und Brüssel erregt und seit dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz von Berlin teilweise schrill geführte Debatte um die innere Sicherheit hat sowohl kurz vor der hier besprochenen Regelung sowie danach zu einer ganzen Reihe von weiteren gesetzlichen Neuregelungen und Änderungen geführt. Innerhalb dieser Debatte, bei der die Identifizierungspflicht der Prepaid-Karteninhaber verabschiedet wurde, fand die damit verbundene Einschränkung der Privatheit von Telekommunikation kaum kritische Aufmerksamkeit. Bestätigt wird einmal mehr die Erfahrung der letzten Jahre, dass für bürgerrechtliche Fragen eine lediglich begrenzte Aufmerksamkeit und Mobilisierbarkeit der Öffentlichkeit besteht. Kaum Notiz genommen wurde damit vom hier relevanten Kontext, von der noch vor wenigen Jahren netzpolitisch geführten Diskussion um notwendige Maßnahmen zum Erhalt anonymer Nutzungsmöglichkeiten von Internet und Telekommunikation. Diese Debatte um den Selbstschutz, damals von der BSI, aber auch von der BFDI unterstützt, dürfte für lange Zeit beerdigt sein. Leerlaufen bestehender verfassungsrechtlicher Bewertungsmuster. Bereits die Einführung der Registrierungspflicht von Prepaid-Kunden 2004 hat das Bundesverfassungsgericht quasi en passant und mit dürren Worten abgesegnet. Das Gericht ordnete Bestandsdaten, also die Kundendatenbestände mit Angaben zu Namen, Wohnort, Zahlungsmodalitäten etc. dem Schutzbereich des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung zu und nicht dem weitergehenden Schutz des TK-Geheimnisses aus Artikel 10. Dabei läuft die umfassende namentliche Erfassung aller Karteninhaber ebenso wie die Erfassung der sogenannten Verkehrsdaten auf eine Vorratsdatenspeicherung hinaus, weil unabhängig von näher bestimmten Zwecken unterschiedslos die Daten aller Nutzer auf Vorrat gespeichert werden. Die strengeren Maßstäbe des Gerichts zur anlasslosen und verdachtsunabhängigen Massenspeicherung wurden nicht angewandt. Es ist deshalb unwahrscheinlich, dass das Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf die Identifizierungspflicht anders entscheiden würde. Das Gericht hielt den mit der Registrierung einhergehenden Eingriff in die Privatheit der Betroffenen angesichts der begrenzten Aussagekraft der Bestandsdaten jedenfalls für nicht erheblich. Die Kläger sind weiter vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen. Allerdings wäre eine stattgebende Entscheidung des Gerichts angesichts des weltweit anhaltenden starken Law-and-Order-Klimas überraschend, wenn auch nicht ausgeschlossen. Die überkommenen Muster der verfassungsrechtlichen Einordnung und Bewertung von staatlichen Eingriffen in die digitale Kommunikation passen nicht mehr. Das belegt auch der Fall der Prepaid-Kunden-Identifizierung. Die pauschale Anordnung der Erfassung aller Nutzerinnen und Nutzer verringert den Schutz der Privatheit in einem Umfeld weiter, in dem Unbeobachtetheit der Kommunikation als weitgehend aufgehoben betrachtet werden muss. Insoweit hat sich die Praxis der Telekommunikationsüberwachung grundlegend verändert und ausgeweitet. Mit der Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung, der Legalisierung der Massenüberwachung durch die Geheimdienste und deren Datenaustausch werden die Daten aller Bürgerinnen und Bürger für Sicherheitszwecke zunehmend anlasslos und flächendeckend gespeichert. Die fehlende Bereitschaft der Gerichte, eine Gesamtbilanz der Beeinträchtigung der Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern auch bei vermeintlich überschaubaren Eingriffen wie der Registrierungs- und Identifizierungspflicht von Prepaid-Kunden herzustellen, führt dazu, dass kaum noch Möglichkeiten der unüberwachten Kommunikation verbleiben. Wenn aber die Funktion von Anonymität für freiheitlich-demokratische Rechtsstaaten dadurch auf der Strecke bleibt, sind die Folgen für Demokratie und Rechtsstaat unabsehbar. Das war's. Ich hätte jetzt nämlich gleich eine Frage an dich, weil das Gesetz ist ja die Umsetzung für 1. Juli angesetzt diesen Jahres. Weißt du, wie es da aussieht?
Also uns liegen bisher keine Informationen dazu vor. Wir wissen wohl, dass die Supermärkte und die Discounter da auch nach wie vor sozusagen klagen und sich beschweren über die Umsetzungsvorgaben. Aber Details sind also im Bundestag auch nicht diskutiert zurzeit. Und ich habe auch nichts wieder darüber gehört. Also ich glaube, das liegt wirklich im Bereich der Verhandlungen zwischen Wirtschaft und den zuständigen Behörden dazu. Vielleicht weiß jemand hier aus dem Rund was dazu. Da sehe ich jetzt keine Meldung. Was ich auch doch da. Ja, ich bin Martin Kutscher im Vorstand der Humanistischen Union und Datenschutzrechtler. Ich glaube, Axel, du hast ein bisschen die Aktivitäten der Humanistischen Union und auch des Grundrechtsexports ein bisschen unter einen Scheffel gestellt, weil der Datenschutz natürlich eine ganz große Rolle spielt, sowohl bei der Humanistischen Union als auch im neuesten Grundrechtsreport. Das ist also nicht der einzige Beitrag hier, zu dem, über den du hier gesprochen hast, Nils, sondern es sind etliche andere Beiträge von Peter Schaar, der den meisten sicherlich bekannt sein dürfte, über die neue EU-Grunddatenverordnung. Ganz interessant, und auch ein Beitrag über die wiederaufgenommene Vorratsdatenspeicherung von Sarah Thomé, Mitarbeiterin bei der Berliner Datenschutzbeauftragten. Also wer interessiert, das ist also wirklich nicht der einzige Beitrag zum Datenschutz. Es steht eine ganze Menge drin, jedes Mal. Also ich bin auch lange Herausgeber gewesen des Grundrechtereports. Jedes Mal haben wir eigentlich einen ziemlichen Schwerpunkt zum Datenschutz und ich sage mal lieber zum fehlenden Datenschutz. Und dieses Mal hat Martin über das Weißbuch der Bundeswehr geschrieben. Gut, dann gab es hier vorne auch noch eine Frage an euch, so wie ich das gesehen habe. Ich habe tatsächlich eine juristische Verständnisfrage dazu. Ich dachte, 2004 wäre die anonyme SIM-Karte so schon abgeschafft worden offiziell und seitdem die Grünen da irgendwie, also ich glaube, SPD und Grüne haben damals das TKG novelliert und danach sollte es offiziell keine anonymen SIM-Karten mehr geben. Warum jetzt dieses Gesetz? Oder habe ich es falsch verstanden? Nee, das ist tatsächlich ein Zweischritt. Also es ist auch im Artikel, hatte ich das versucht, in einem kleinen Schwung zu erläutern. Es ist tatsächlich schon 2004 die Grundentscheidung getroffen worden, dass man sozusagen die Angaben der Prepaid-Karteninhaber sammeln möchte. Und das ist sozusagen auch gesetzlich angeordnet. Aber es war damals nicht verbunden mit dem Befehl sozusagen an die TK-Anbieter, die Angaben zu überprüfen. Und sozusagen diese damalige Regelung ist beklagt worden, ja, und das ist entsprechend nicht weitergekommen. Aber nun gibt es sozusagen einen drauf, dass sozusagen diejenigen, die die Karten ausgeben, tatsächlich die Identität auch überprüfen müssen und sich den Perso vorzeigen lassen müssen. Aber wenn es online läuft, muss es sozusagen da ein Identifizierungsverfahren geben, um sicherzustellen, dass nicht zu viele Mickey-Mäuse in der Datenbank drin sind. Genau vor dem Hintergrund wurde das reingepackt in diesen Gesetzentwurf, der aber viele noch sehr viel gravierendere Grundrechtseingriffe hatte und deshalb hat keine Sau darüber berichtet oder irgendwie geredet. Okay, gibt es noch eine Frage hier an die beiden? Sieht gut aus. Dann sind alle sehr zufrieden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, ja.